Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Europa Bolivarsalis 5 hier auf dem Kanal von Writing Bull. Mein Name ist Taka und da höre ich irgendwelche Knackgeräusche, aber die ignorieren wir jetzt einfach. Das war bestimmt hier irgendwo, bin ich, ist mir ein Vogel da gegen die Scheibe geflogen, jetzt beim Ranzoomen wahrscheinlich. So, es geht weiter. Es prügeln sich ein paar Spieler. Ich muss mich mal kurz wieder reinfinden, ist die neue Aufnahmewoche. Wir hatten eine kleine Pause, Sommerpause sozusagen. Wer prügelt sich gerade mit wem? Ich fange mal oben an. General Feierabend mit Nassau und Ferrara. Das heißt, die Berge. Da geht es wahrscheinlich um Nassau. Und Ferrara hält da irgendwo seinen Finger mit drauf. Ja, die sind gerade im Italienurlaub, die Armee aus Berg. Achso. Und zusammen mit Neapel? Oder ist das. Nee, hä? Was macht nur Apel? Neapel da? Die haben sie wohl verlaufen. Nee, das weiß ich nicht. Die fressen den Bergern die Schweinehälften weg, da. Naja. Also das wird wohl ein erfolgreicher Krieg sein. Savoyen im Krieg mit Mailand und Mantua. Achso, das war ja dieser Krieg. Jetzt erinnere ich mich wieder. Naja, wo die Schlachten irgendwie gar nicht so gelaufen sind, wie gedacht. Hast du inzwischen rausgefunden, woran es liegt? Ja, mein alter Herrscher hat eine gewisse Ausstrahlung auf die Truppen gehabt, die ihnen sehr viel Moral gegeben haben. Und der ist mitten im Krieg gestorben. Und das war natürlich nicht so vorteilhaft, möchte man behaupten. So, da sind die Truppen jetzt so feige geworden, oder nicht? Ja, das gab einen großen Moralbruch. Dann sehe ich hier direkt nebenan, der Kirchenstaat prügelt sich mit Venedig und Naxos. Ach so, da war doch, glaube ich, jetzt verstehe ich, glaube ich, auch wieder, warum Neapel da in Ferrara festsitzt. Da war doch Neapel mit im Krieg und hatte wahrscheinlich die Armee noch nördlich und kann jetzt nicht zurücklaufen, weil der Kirchenstaat es nicht durchlässt, oder? Kann das sein? Das kann sein. Oh, hier wird grad... Wir haben ihnen eigentlich aber gerade Durchmarschrechte gegeben, aber... Ah, oh, eine erfolgreiche Schlacht. Gott will es. Die sind ja noch nicht mal mehr in dreifacher Übermacht. Wir haben ja sogar in unglaublicher Übermacht in Rom geschlagen, Venezianer. Also. Ja, apropos, die Schlacht kann ich mich erinnern, die war beeindruckend. Ja, was? Apropos Gott will es, wir müssen langsam uns um Böhmen kümmern. Wir haben gesehen, die Bayern haben die Früchte unserer Arbeit geerntet, da müssen wir jetzt was gegen tun. Eure Arbeit? Ah, ja. Sachsen. Ja, wir haben die Festung Böhmens doch geknackt als erstes. Während ihr euch um eure Familienstreitigkeiten gekümmert habt. Also, wenn ich mich recht erinnere, haben die Polen eigentlich die meiste Arbeit gemacht gegen die ja, Böhmen, klar, oder? Aber die Bayern eben nicht, das ist ja ein springender Punkt. Naja. Auf jeden Fall, genau, da gab's ja was. Wir haben die Hauptstadt der Ketzer erobert, also der Papststaat könnte... Ja, nachdem sie schon geschwächt wurden von uns, nachdem uns einen Stich gelassen hat im Krieg... Ha. Sie haben sich wieder aufgebaut. Ja, ihr wart unachtsam. Also, ja, wir waren sie eventuell ziemlich kurz. Viele Truppen, die wir besiegt haben, ja, also. Das wir waren auf jeden Fall kurz nicht achter, das stimmt schon, aber es lag an anderen Sachen. Wir können uns an einen Krieg erinnern mit den elendischen, lübschen Händlern. Das ist richtig. Lübeck hat auch in die Ketzer gekämpft, im Gegensatz zu euch. Ha, das meine ich nicht. Ich rede von meinem treuen Freund, dem Sachsen. Wir sind keine Bündnispartner. Waren wir aber. Das ist richtig. Apropos, oh. Braucht irgendjemand eine starke Seefahrernation als Bündnispartner? Bin mal ganz, einen Schuss spannend. Mit der ganzen Küsten. Bitte? Den Schuss mit der ganzen Küsten. Genau. Ja, wir werden natürlich auch eure Flüsse beschützen. Es ist auf jeden Fall interessant, wie stark die Armee ist. Das wäre... Die Sachsen haben einfach irgendwie Pech, habe ich das Gefühl. Das ist, habt ihr schön ausgedrückt. Wie sieht's denn in Ragusa aus? Ragusa kämpft mit Serbien. Ja, das sieht doch gut aus. Die werden die Reste aufgekehrt. Und dann haben die Ragusaner auch endlich mal Zugang zwischen ihren Gebieten. Oh, jetzt kommt's zur Schlacht.
Ich habe ein gutes Gespür dafür. Ich gucke immer hin, dann geht die Schlacht direkt los. Dann guck nicht so viel nach Sachsen. Ja, das sieht doch gut aus hier. Ja, die Serben haben zwar Übermacht, aber... Sieht nicht gut aus. Genua. In Genua ist gerade auch eine Schlacht, genau. Ihr verschreckt unsere Soldaten. Kämpft doch woanders. Oh, die wird knapp jetzt. Oh, das sieht gar nicht so gut aus. So, Ragusa hat seine gewonnen. Wir gratulieren dem Papst. Oh, knapp. Knapp, knapp. Mit Gottes Hilfe. Wirklich sehr. Mit Gottes Hilfe und einem Ausfall der Belagerten. In letzter Minute. Der Johanniterorden hat ja doch auch gerade noch einen Krieg. Der, nee, kämpft sogar noch. Achso, auch mit Venedig. Und hilft aber gar nicht. Welche gute Leistung wir eigentlich hier erbracht haben, Sachse. Wir könnten euch ja helfen eigentlich, so Kondottieri. Könnt ihr nicht, ich habe gerade einen Frieden mit denen. Hat Sachsen gerade schon wieder eine Schlacht verloren? Nein. Oh. Diesmal habe ich gar nicht hingeguckt, also an mir hat es jetzt nicht gelegen. Es ist so ein schon, Nein gewesen, wo man direkt weiß, es ist ein Ja. Es wäre schon sehr nett von unserem sächsischen Verbündeten, wenn er jetzt zugeben könnte, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Kommt drauf an, worin? Also, ihr müsst ja schon klassifizieren. In der Auslöschung der Ketzerei in dem tschechischen... Also, ihr seht auch sehr viel Ketzerei. Also, wirklich auslöschen könnt ihr euch nicht durch Pfade schreiben. Hey, wir müssen erst einmal diese Ländereien endgültig für uns beanspruchen. Aber stimmt ihr mir zu? Oh nein, die Geschichte wiederholt sich. Hat jetzt wieder angestellt. Die Venezianer sind schon wieder in Genua. Ah nein, wir schreiben so, hier gerade neue Geschichte in der Provence. Ich denke nicht. Wir haben uns entschieden, dass es besser ist, zu gewinnen, anstatt zu verlieren. Erstaunlich, wie kommt ihr auf solche komischen Sachen? Ja, wir haben. Ich sollte dein Buch drüber schreiben. Sun Tzu, ne? Die Kunst des Krieges. Das ist auch direkt Zitat, oder? Es ist besser zu gewinnen als zu verlieren. Manchmal. Sun Tzu, wer in Europa könnte so einen komischen Namen haben? Muss ein Sachse sein. Wir wissen so viel über Krieg. Wieso nutzt ihr dieses Wissen dann nicht? Das wäre ein bisschen unfair, oder? Also, wie sieht es denn mit unseren Verbündeten aus Ragusa und dem Johanniterorden aus? Können die vielleicht nach Italien kommen? Der Osmane will uns nicht durchlassen. Und die Seewege sind ein bisschen unsicher. Denn, ich glaube Wenn nicht, dass... Wenn der Papst Militärzugang von dem Ungarn sich holt, dann können wir da durchlaufen. Wäre kein Problem. Wir bieten auch 4 tapfere Lothringer zum Verkauf an. Sklavenhandel? Zum temporären Verkauf. Laien, ja, ja. Laien. Leibhacht. Ach, das sind Laien, also die können gar nicht richtig kämpfen. Ja, die sind die 4, die wir entbehren können, aber sind immer noch besser als was sonst so rumkreucht und fleucht. Soll ich ausfragen, ob es nicht sicher ist, ob es eine Beleidigung ist oder ob was einfach Das war sein? Definitiv eine Beleidigung. Gott ist mit uns! Wir wurden aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen schon wieder heilig gesprochen. Jetzt finden es sogar wir schon komisch. Scheint euch ja sehr häufig zu passieren. Kann es sein, dass ihr einfach dem örtlichen Bischof eine Waffe in den Rücken haltet und sagt, sprecht uns heilig? Nein, ein Bischof kann doch niemanden heilig sprechen. Er kann doch nicht jemanden heilig sprechen. Vielleicht ist das einfach so ein Zeichen, weil eigentlich normal wird man ja heilig gesprochen nach dem Tod, ne? Ja, das wird es sein, denn Ludvico ist von uns gegangen, mitten im Krieg. Und Ragusa hat hier gut zugegriffen, hat jetzt auch eine Goldmine. Das heißt, wenn er heilig gesprochen wird, in dem Krieg ist es dann ein Heiliger. Können wir jetzt ein eigenes Geld drücken? Dann müsste ja der Segen des Papstes auf uns sein, wenn es ein heiliger Krieg ist.
Was will denn Savoyen gegen die korsischen Nationalisten machen? Hilfe bauen. Das ist eine gute Frage. Mit der Flotte wird das noch nicht antworten können. Wann können wir die Antwort denn erwarten? In naher Zukunft? Das klingt natürlich sehr, sehr vertrauenserweckend. Aber wir haben einen glorreichen Sieg. Was denn für Grenzen, die Savoyen dort gezogen hat? Das sind göttliche Grenzen. Die haben sich ein großes Stück Schinken rausgeschnitten. Ja, wir sind ein Stückchen näher an der Stadt der Mode. Und nicht Stadt so, der wenn Mode? Eine Provinz an den Papst geht oder eine Provinz an Savoyen? Und danach das ist ja die Frage. Spaghetti die Bolognese oder wie soll ich euch verstehen? Bolognese ist, naja. Lecker. Ja. Also wenn kein Kommentar. Wenn Bolognese so eine Farbe hat, würde ich die aber nicht mehr essen. Dann die Frage, wer hat die hässliche Grenze gemacht? War es der Papst oder Savoyen? Ja, Savoyen eindeutig. Die haben eine hässliche Grenze. Paar Mal genommen. Ich sehe hier keine hässliche Grenze. Ich sehe hier nur Möglichkeiten. Savoyen schaut auf der Landkarte aus wie ein Tumor. Was ist ein Tumor? Das, was der Herrscher von Rügel im Kopf hat. Jetzt kommen da wieder die lübschen Händler aus der Ecke und verstecken sich hinter ihren großen Das Verbindeten. Erklärt immer noch nicht, was ein Tumor ist. Dann wechselt aber das Thema. Wir können hier mal eine gute Nachricht sagen während des Krieges. Konstantinopel ist nun endlich katholisch. Gratulation. Gut gemacht. Es hat uns zwar massive Schulden eingebracht, aber sie sind katholisch. Das ist doch, es ist es doch wert. Das heißt, jede es auf der Welt gibt. Das heißt, ab jetzt haben die Johanniter nur noch mit sunnitischen Fanatikern zu tun. Nicht mehr mit Nationalisten. Ja. Weil die Kriegsmüdigkeit hat ja aber auch Einfluss. Eieiei. Ja, die ist noch vom letzten Krieg. Hätten wir nicht einen Waffenstillstand mit Savoyen, würden wir wohl eine Koalition anführen gegen Savoyen. Eine Koalition? Mhm. Haben sich unsere Mathematiker verrechnet? Aua, unsere Mathematiker haben sich verrechnet. Ich sollte keine Mathematiker aus Savoyen anstellen. Ja, das war bestimmt die französischen Mathematiker. Achso, natürlich. Ja. Na dann. Ich glaube, wir sollten den Zorn Gottes freilassen. Das ist eine gute Idee. Wir sollten eine kleine Spende in die Kurienkasse einzahlen. Das ist doch auch was. So. Ja, ich denke mal, wenn Korsika sich da befreit, dann das wird dann alle Nachbarn besänftigen. Wir sehen leider derzeit keine Möglichkeit. Etwas dagegen zu unternehmen. Also ich sehe 8 Möglichkeiten. Ja, aber die 8 Möglichkeiten werden nicht reichen. Ja, dann ja, einfach halt Aragorn, mal Glück haben. Aragorn fragen. Aragorn hasst uns. Wir sollten eine Diplomatie... Sollte er sie lieben lernen? Ja, ich liebe. Na, Sachsen scheint es ja doch noch zu schaffen. Kommt aber ich traue mich nicht, da so oft hinzuschauen, dass ich dann wieder anspiele und kriege, dass ja, es nicht läuft. Ja, ist mir auch ganz recht, wenn ihr woanders hinschaut. Das ist okay für mich. Also ich stelle jetzt nur fest, sieht gut aus und ich gucke wieder weg. Der nächste Blick komplett Sachsen vom Böhmen überrannt. Ich höre das. Ihr wolltet nicht mehr mit mir verbündet sein. Ich hätte mit nichts zu tun. Das war der thürische Verwalter letztes Mal. Also. Nee, der hatte damit auch nichts zu tun. Das war der lübsche Händler, der unser Bündnis einfach aufgebrochen hat. Ja, und er hat mich gezwungen, dieses Bündnis aufzubrechen. Und ich wäre dafür, dieses Bündnis, sobald es geht, zu erneuern. Er sollte erstmal jemanden zum Beziehungsverbesserer herschicken. Meine Männer halten sehr wenig von ihm. Niemand hat euch gezwungen, mit Krieg zu ziehen.
Wer hat denn eigentlich Neapeln beigebracht, wie man Kreuzzüge führt? Das ist doch schon wieder komisch. Die haben den Osmanen einen Kreuzzug erklärt, sind jetzt mit der Flotte vor Konstantinopel. Ein Teil der Armee steht in Ferrara und ein Teil der Armee steht noch in Neapel. Ja, also das ist. So gewinnt man keinen Kreuzzug, glaube ich. Vielleicht sind es Speer. Das ist die taktische Finesse der Neapolitaner. Und sind die Osmanen so schwach, dass sich da Neapel schon berufen fühlt, draufzuhauen? Offensichtlich. Ja, ich glaube, die Osmanen gingen einmal bankrott. Wir sind uns nicht sicher dabei. Werter Herrscher aus Sachsen. Wir glauben, dass doch niemand mit Piraten verbündet werden sollte. Wie wäre es mit einer kleinen Geldspende, damit ihr diese Meinung auch teilt? Ach, das ist ja interessant. Wir würden gerne mal einen kleinen... Ich schicke einen Berater nach Lübeck. Einen kleinen Kriegsausschuss der Kriegsparteien gegen Venedig ausrufen. Vielleicht versammeln wir uns mal kurz in einem anderen Raum. Das wird jetzt wahrscheinlich die Beute aufgeteilt. Wenn es Beute gibt. Sächsischer Herrscher. Oh, ja, doch. Könnte euch ebenso Geld spenden. Ja, aber bei euch ist es ein Könnte, bei Lübeck ist es ein Ist. Und die Frage ist auch, wer der bessere Bündnispartner wäre. Eine schwache Seenation mit einer halbwegs stabilen Flotte und ohne eine richtige Armee oder eine reiche Händlernation mit einer mit einem großen stehenden Heer. Nun, wir gehen davon aus, dass die sächsische Armee unsere Hilfe auf dem Land nicht benötigt. Jedoch sehen wir, dass sie keine Flotte besitzen können. Also bin ich der Meinung, dass ich sie mit meiner Flotte unterstützen kann. Und also ich weiß nicht, was die böhmische Armee dazu sagt, aber momentan ist mir ganz lieb, dass... Naja, ich sag nichts dazu. Eure Flotte. Die savoyanische Krone ist stürzt. Wir haben eine kleine Politkrise. Eine kleine. Wir haben 18.000 Politkrisen. Ja, das wäre doch jetzt eine gute Gelegenheit, die Seiten zu wechseln, dann hättet ihr ein größeres Heer. Wir werden die Gegenseite jetzt nach Korsika schicken. Das war eine gute Vielleicht Idee. Vielleicht löst sich das Problem von selbst. Mit welchen Schiffen? Mit denen ich habe. Ich bin ja eine große Seefahrernation. Ich könnte euch Schiffe verkaufen. Das sind vielleicht früher haben genug Schiffe. Wir haben genug Schiffe, du hast gerade gesagt, ihr habt zu wenig. Ja, wir haben genug Kriegsschiffe. Ah. Wir haben 8 Transportschiffe und die werden nicht reichen. Deswegen versuchen wir gerade Argon davon zu überzeugen, uns über die Landbrücke von Sardinien aus anzugreifen. Warte, was? Das ist eine interessante Idee, die ihr habt. Wenn ihr möchtet, könntet ihr eure Transportflotte verdoppeln. Nee, wir haben Aragorn überzeugt. Wir brauchen keine neue Transportflotte. Wir hätten sie auch nicht bezahlen können, diese Schiffe. Ach, na dann. Schert euch zum Teufel. / wollten nicht bezahlen. Oh, Neapel hat es jetzt doch geschafft, mal Truppen anzulanden. Aber der Großteil der Armee steht immer noch in Ferrara. Das Mane greift einen Christen an. Das ist äußerst beunruhigend. Der Osmane greift einen Christen an? Kein Verteidiger des Glaubens. Sollte es nämlich der Osmane schaffen, Kerngebiete auf italienischem Festland zu bekommen, könnte das sehr unangenehm werden. Aber da hat ja Neapel angegriffen. Also das ist ja jetzt nicht... Ja, das heilt den Osmane nicht auf, glaube ich. Oh. Upf. Was ist? Lüge hat eine peinliche Schlacht in Stettin verloren. Autsch. Ja, und Sachsen hat seinen Krieg gewonnen. Ja, wir haben dafür gesorgt, dass die wahren Kreuzfahrer jetzt Macht über Böhmer ringt haben. Wir marschieren auf die Rebellen Korsikas.
Wir möchten unseren Respekt für die Sachsen auch noch ausrufen. Es ist hervorragend, unsere Zusammenarbeit gegen die Ketzer hier, während Österreich zum Beispiel nichts getan hat. Ja, so können wir das auch auslauten lassen. Und der Rest der Böhmer-Ketzer wird auch noch aufgeben irgendwann. Ja, aber ich habe Hoffnung, da vielleicht... Olmütz nehmen? Bitte? Aber musstet ihr euch Olmütz nehmen? Es ist eine Festung gewesen. Also es war sehr lange, haben wir es belagert. Das war wichtig. Tja, okay. Ein glorreicher Sieg gegen die Rebellen. Wir hoffen eine bald, ein Belagerung. Unabhängiges Meeren oder ein unabhängiges Opole zu haben, das katholisch ist. Ja, ihr habt eine Rebellengruppe besiegt, aber was ist mit der nächsten Rebellengruppe? Das sind unsere zukünftigen Herrscher, die werden wir nicht bekämpfen. Dürfte ich den Herrn Friedrich August von Wettin übrigens einmal ganz kurz privat sprechen? Aber gerne doch. Hervorragend. Unsere Berater sind dazu gekommen, dass unser Herzog Deo Andrea Petro Alejandro Maria di Savoy einen zu langen Namen hat, um noch länger Herrscher zu sein. Deswegen wird er abgesetzt. Völlig unverständlich. Das verlangsamt Stimmt. einfach die Regierungsgeschäfte, wenn jedes Mal so lange der Name gesagt und auch die Unterschrift ist ja auch ewig lang. Also es ist... Er hat gerade erst schreiben und lesen gelernt. Es ist sehr anstrengend, wenn er ein Dokument unterschreiben muss. Ach, ihr schreibt doch wahrscheinlich einfach nur ein X in die zu. Nein, im Gegensatz zu Piraten und Bauern können wir lesen und schreiben. Wir können lesen und schreiben. Zumindest kennen wir jemanden, der das kann. Ja. Wir wissen, wo wir suchen müssen, wenn wir jemanden brauchen, der jemanden kennt. Wahrscheinlich auf dem Mont Bleu. Ihr denkt doch nicht wirklich, dass die Sklaven, die wir, Leute, die wir davon überzeugt haben, von den Küstennationen in unser Land zu siedeln, dass die nicht lesen und schreiben können. Ihr gebt also zu, dass ihr christliche Bevölkerung versklavt? Wir befreien Sklaven. Sklaverei ist in ganz Europa verpönt. Das ist quasi schon ein Bruch mit den Sitten Europas. Nun, wie ihr an den Küsten sehen könnt, steht dort Plünderung für Sklaven. Also wir plündern für die Sklaven. Wir plündern das erklärt die natürlich Sklaven. Einiges. Der Krieg gegen Venedig ist beendet. Aber wir... entschuldigen, dass einem Herrscher, der gerade erst lesen und schreiben gelernt hat, dass er die Unterschiede nicht kennt. Ich könnte ihn jetzt holen für dieses Gespräch, aber hier spricht sein Berater. Denn er hat gerade erst gelernt, wie man spricht, und das reicht auch schon. Nun, das heißt also, dass ihr von dies soll also heißen, dass ihr von Ungebildeten regiert werdet? Nein, das soll heißen, dass der verrückte ehemalige Herzog diesen treuen Nachfolger eingebläut hat, der Papst sei schlecht. Und das können wir nicht verantworten. Deswegen stehen auch gerade 17.100 Mann in der Hauptstadt. Um das die sich von der Herrschaft des Ungebildeten befreien wollen. So ist es. Denn wir tun auch was gegen unsere Inkompetenz. Wir benötigen ja nicht etwas dagegen zu tun, weil wir sind ja nicht in Kopf. Habt ihr euch damit abgefunden? Das ist schön. Ach, diese Nationen, die nicht entscheiden können, ob sie Italiener oder Franzosen sind, sind mir. Ja, wir sind Italiener. Wir haben unsere Hauptstadt sogar nach Italien verlegt. Ihr seid Italo-Franzosen. Wir sind quasi Spaghetti-Western. Es ist sehr traurig, dass ihr euch für den italienischen Weg entschieden habt. Wir leben den französischen auch Way Schweizer of Life. Weg. Der französische Way of Life.
Was haben die Franzosen je für uns getan? Müsste sich der Lothringen nicht freuen, dass dann implizit alle französischen Gebiete von Savoyen uninteressant gesehen werden? Also wir sind natürlich mit Frankreich verbündet und treu. Wir sind froh, dass Savoyen Frankreich nicht angreifen will, ja. Wir möchten Frankreich nicht angreifen. Wir wollen vielleicht die Provence angreifen, aber wir haben uns doch entschieden, es nicht zu tun. Denn wir sollten... Ja, diese landeseigene Schizophrenie macht mich fertig. Ja, wir haben nicht die Stärke, eine Provence anzugreifen, wenn ein Frankreich als Schutzmacht vorhanden ist. Was ist denn, um Gottes Willen, was ist denn da im Norden von Deutschland passiert? Das sieht ja schlimm aus. Was ist denn passiert? Nur dieser Flickenteppich da. Wer hat denn das angerichtet? Ich könnte das bei Lübeck bedanken. Ich glaube, Magdeburg hat schlimmere Grenzen gezogen. Nun ja. So, Brandenburg ist in drei Teile aufgeteilt, Stettin in zwei. Also, Magdeburg schlängelt sich da irgendwo in der Mitte durch. Also sächsische Kurfürst wird irgendwann aufräumen dort oben. Mon Dieu. Mit welcher Armee? Die aufgebaut werden wird irgendwann. Oh. Ein Bürgerkrieg bahnt sich an. Oh, Schreck. Achso, in Thüringen ist die Armee, jetzt sehe ich das, ja. Ja, genau. Ein Bürgerkrieg im schizophrenen Savoyen. Ja, wer hätte es erwartet? Serbische Nationalisten in Ragusa bedrohen das Goldbergwerk. Und jetzt auch noch albanische Nationalisten. Oh oh. Und die ragusanische Armee flieht. Ja, was ist denn da in Konstantinopel los? Das war's mit dem katholischen Glauben. Ja. Da wurden gerade alle Katholiken hingerichtet. Welch Schmach. Welch schreckliches... Zum Beispiel der Papst hätte was machen können, finde ich. Oh, ich sehe gerade, in Savoyen gab's Zellteilung. Es gab gerade eine... Die Rebellenarmee wurde schizophren und hat sich aufgeteilt. Und die waldenischen Heretiker haben sich auch aufgeteilt, genauso wie die mailändischen Nationalisten. Ja, gleich implodiert das Land, glaube ich. Also gegen die Nationalisten würde ich auf jeden Fall was unternehmen. Wir haben Zeit. Sicher. Vielleicht noch so ein, zwei Monate. Wer hin? Neapel rettet. Ich sehe es gerade, aber wieso sind die so fortgeschritten? Die haben doch gerade erst... Ja, wenn die Hälfte des Landes besetzt ist, ist Schluss. Dann platzt es. Und zurückerobern muss man es noch. Wir haben ein kleines, aber feines Problem. Die Hauptstadt. Oh ja, da ist hier Genf. Oh oh. Also wir könnten ja unsere Hilfe anbieten. Ja, aber die Hilfe kommt dann zu spät. Ja, aber es ist teuer. Marschiert schnell dahin! Und Neapel ist echt nett, also. Ja, Neapel ist Schmerpel, aber wir müssen jetzt schnellstens die Provinz befreien. Wir haben nur gedacht, noch wenige Tage Zeit. Scheiß auf den Osmanen, da suchen wir uns ebenbürtige Gegner. Ja, also der Kreuzzug wurde kurzfristig abgesagt hier, eindeutig.
Wir haben es abgewehrt. Und die Provence kriegt den Sonnen auf den Deckel. Alle, also alle kämpfen gegen die savoyardischen Rebellen, nur die Savoyarden nicht. Das ist ja perfider Plan gewesen. Ich glaube, eine Provinz muss noch besetzt werden, dann unser ist unser Plan hat Schluss. Funktioniert. Wir fliehen Plan? Nach Genf, da ist es sicher. Ein schwer beeindruckend. Genfer hört auf, sich das Land zu befreien. Vielleicht noch gegen die Heretiker was machen? Sonst... Die Heretiker sind uns egal. Oh. Das hat zum Glück der Papst nicht gehört. Mhm. Wir haben es gehört. Die Heretiker wurden gerade von neapolitanischen Truppen vernichtet. Gibt es treue Katholiken, deswegen sind sie uns jetzt egal. Wie habt ihr es geschafft, dass Konstantinopel wieder so nitisch geworden ist? Ja, aber Nizza ist noch von den Heretikern besetzt. Es sind ein paar tausend Sunniten gekommen. Wie viele stehen denn da? 11.000. Ach, das ist ja mehr als versuchen, die zu bekämpfen, das Problem ist, oh weh, welch Kraus! Der Herzog wurde ersetzt. Die Heretiker kommen gleich, die sunnitischen Fanatiker kommen gleich auf Rhodos an. Also. Die Johanniter versuchen verzweifelt mit einem Schiff die Armee rüberzubringen. Ja. Es wäre vielleicht schlauer, wenn die Johanniter verhindern, dass die Rebellen rübergehen. Mit ihrem Einschiff. Das machen wir schon. Nee, das ist ja, die transportieren sich ja trotzdem dann. Benötigen die nicht, wenn ein Schiff da steht. Etwa Schiffe? Ach so. Wir haben Schiffe. Das Problem ist, wenn wir im Fall einer Niederlage, wird das Johanniterreich sunnitisch. Wo verteidigen wir denn jetzt das Johanniterreich? Also ich am Hindukusch, nee, am Bosporus. Angriff wäre die beste Verteidigung. Ihr lasst es sunnitisch werden und konvertiert es dann. Ihr könntet ja den Osmanen Durchgangsrechte geben und hoffen. Wir verkünden fröhlich, wir haben die Heretiker ausgelöscht. Sehr schön. Sie haben euch ausgelöscht, andersrum. Ja. Nein, die Thronanwärter haben unseren alten Herrscher mit viel zu langem Namen ausgelöscht. Und jetzt haben wir einen wunderschönen neuen Herrscher, das ist nämlich Vittorio. Ja. Ide Asia. Dakaya. Das heißt, und das Akaya. I ist der Erste. Das ist das Erste. Ich wollte gerade sagen. Also, wenn man seinen eigenen Namen. Der Erste Dakaya. Nein, wir sind Italiener. Wir haben das. Bei uns heißt das I. Wenn man seinen eigenen Herrscher anguckt, den I sagt das natürlich. Ja, also wollt ihr uns sagen, dass der König von Neapel auch Fernando I de Trastamara heißt? So ist es. Ihr könnt ja gut schlussfolgern. So, während wir hier noch am Namen rätseln, müssen wir mal eine kleine Pause machen und kommen dann bald wieder mit der nächsten Folge zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.